Ja, und es wird dunkel. Hey, ich sehe da oben was. Aber wie kommt man da hin? Die schlafen alle. Fragmente der Sonne. Sammle 3 leuchtende Fragmente, um Solarenergie um 1 zu erweitern. Ah, das ist auch gut. Also Herzteile, mehr oder weniger. So, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir auch noch den restlichen Weg zurück und gucken mal, ob hier irgendwo was leuchtet, außer da oben, wo wir jetzt noch gerade nicht hinkommen. Und abgesehen vom Spiegel hier. Der Bär schläft, okay. Ja, ich kann leider nicht sowas wie Brücken oder so zeichnen. Das würde ich nämlich gerne irgendwie gucken, dass ich nach da oben komme. Ja, aber wie man sieht, es gibt so jetzt keinen direkten Weg für uns. Und mir fällt jetzt auch gerade nicht ein, wie wir da hochkommen. Das ist garantiert so ein Secret, wo man nochmal mit einer bestimmten Fähigkeit. Hallo, Schatz. Zurückkommen kann. Verstreute Perle. Finde alle verstreuten Perlen und erhalte eine besondere Belohnung. Oh, es wird wieder hell. Okay. Ich wünschte, ich könnte die Tageszeit einfach ändern, indem ich jetzt auch wieder das Sonne an den Himmel male. Es war praktisch, es Tag werden zu lassen. Aber genauso praktisch wäre es, wenn es Nacht werden würde. So, speichern wir mal. Jo. Also ja, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich den Sprössling draußen wiederbelebe. Okay, das ist eine neue Pinseltechnik. Jetzt, Ami, bevor du ganz aufgeregt wirst und vergisst, was du tun sollst, habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Bist du bereit? Okay, dann. Wenn du jemals vergisst, was das nächste zu tun ist, drück einfach F1, um das Fächermenü zu öffnen und guck dir dann das Logbuch an. Dort wirst du dein Journal finden. Ja. Das kennen wir. Dein Journal enthält Aufzeichnungen aller wichtigen Dialoge, die du gehört hast. Es zeigt alle wichtigen Informationen, die du in deinem plötzlichen kleinen Kopf hast. Hol dir einfach die Infos, wie ich es dir erklärt habe. Und du wirst dich immer an alle wichtigen Dinge erinnern. Dein Abenteuer wird um einiges leichter, wenn du dich immer daran erinnerst. Also merk dir eins nach dem anderen. Okay, lass uns anfangen. Oh. Hi. Schon komisch. Es scheint so, als sei der Fluss auf einmal wieder sauber. Ich habe es noch vor kurzer Zeit hier vorbei flitzen sehen. Aber er war es bestimmt nicht, der den Fluss wieder sauber gemacht hat, oder? Nee, das würde gar keinen Sinn machen. Es ist ja Ewigkeit her, dass der Fluss so gesund ausgesehen hat. Diese magische Kristallkugel muss ihren Zauber wirken. Mhm. So.
werden wir erstmal euch los. Und kassieren noch ein paar Yen. Sehr gut. Ja. Baum. So, das war ein sehr großer Pinselstrich. Und das gibt wieder einen Zahn. Sehr schön. Gut, dann machen wir mal Bäumchenblühe. Und alles wird schön und grün. Oh. Nochmal 30 Glück und eine Schatztruhe. Wow, diese schreckliche, verfluchte Zone ist komplett verschwunden. Die Pflanzen und Tiere sind wieder zurück. Und diese angenehme, frische Brise. Nur das nenne ich mal eine große, göttliche Intervention. Wenn du weiter so den bösen Fluch brichst, dann würde ich wetten, dass dir die Götter der Natur ihre Kräfte leihen. Hey, das ist Sakuyas Baum, oder etwa nicht? Vielleicht hat sie das aufgemuntert, weil du einen Wächtersprössling wiederbelebt hast. Nun, wir können ja später mal bei ihr vorbeischauen gehen. Ich habe hier gerade einen guten Lauf. Wie wäre es, wenn wir uns zuerst auf dem Shinshu-Feld umsehen würden? Du bist 100 Jahre lang weg gewesen, stimmt's? Ein schöner Lauf durch die Gegend hier wird dir gut tun. Nö. Aus Kämpfen fliehen. Schriftrollen enthält nützliche Informationen. Logbuch. Heiliger Baum wiedergeboren. Jo. Shinshu-Abenteuer. Jo. Also das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Aus Kämpfen fliehen. Die Dämonenflüche können die Form von Dämonenrollen annehmen. Der Kontakt mit den Rollen bringt dich in ein dämonisches Reich. Dort wirst du mit Sicherheit angegriffen. Kämpfe können eine verzichte Sache sein. Manchmal möchte man sie vermeiden. Wenn du einen Spalt in der dämonischen Kuppel findest, greif dort an, zerstöre die Kuppel und du kannst fliehen. Mhm. Ich soll es mir angewöhnen. F1 macht gleich ganz zu. Ja, aber so wie es aussieht, oh. Ja, was zur Hölle. Ich kann hier nicht graben und ich kann nichts aufblühen lassen. Okay. Das finde ich jetzt etwas gemein.
So. Gut, alle weg. Jo, alle weg. Das sieht interessant aus. Wow, was sind Sie in diesem alten Tor los? Mir gefällt nicht, wie es aussieht. Er ist einfach mit bösen Kräften im Boot, ich fühle es. Nun, da du ein Gott bist und so, können wir das nicht ignorieren. Nun, was denkst du, meine peinliche Freundin? Gehen wir nun da durch, oder was? Zerschneiden kann ich schon mal nicht. Und ich glaube, das Tor machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession gleich als erstes. Ich bemühe mich jetzt erst einmal hier. Essen aufzusammeln und Bäume wieder zu beleben. Wenn ich guter Dinge bin, dass das was bringt. Hä? Du willst schon wieder zurück ins Dorf? Guck dir doch mal die Karte an. Wir haben noch nicht alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ja gut, er lässt uns nicht ins Dorf. Und außerdem, im Laufe von 100 Jahren verändert sich eine Menge Sachen. Du sollst die gesamte Gegend sorgfältig erkunden. Ja, okay. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Die Karte zeigt viele Orte, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch alles angucken. Wir können zum Beispiel die Stelle aufblühen lassen. Die ist auf jeden Fall... hallo? Na also. Ah, noch mehr Schweine. Jedenfalls Ferkelchen. Jo, dann lass es dir mal schmecken, Kumpel. Gut. 15. Das heißt, naja, okay, es sind nur 4 Schweine, das hätte ich gedacht, 3 pro Schwein. Aber ja. Fleisch. Was haben wir hier? So, hier zwei sind Geschichte. Zum Ausblick gleich dein Po hinstrecken. Und das wäre wahrscheinlich so ein Spalt, durch den ich fliegen könnte. Futtersack Grünfutter. Knackiges Grünfutter, beliebt bei pflanzenfressenden Tieren. So, was hast du zu sagen? Es ist ewig kein Herr, dass der Fluss so gesund ausgesehen hat, diese magische Kristallkugel muss. Okay. Ja, wir könnten da drüben rein.
Hanertal, okay. Hanertal ist bis auf das Secret abgeschlossen. Ah, hier können wir buddeln. Erblühe, Kleeblatt. Das Glück. So, gucken wir mal, was du zu sagen hast. Und mal sehen, was mache ich nochmal hier? Oh ja, ich hatte schon so diesen Wächtersprössling gesucht. Weil ich so ein schreckliches Geräusch gehört habe, wie von einem knurrenden Monster. Nun, das ist ja einfach perfekt. Das ist Schicksal. Ich werde hier ein Geschäft aufmachen. Du weißt, wohin du kommen musst, wenn du einkaufen geschickt wurdest, Stillzündchen. Oh ja, ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber komm, ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Das wird ein Kinderspiel mit deiner Nase. Wenn du irgendwo nette Schüsseln oder Teller aufspürst, dann lass sie nicht da liegen, bring sie zu mir. Würdest du das tun? Wenn du irgendwelche Schätze aufsammelst, die ein bisschen Wert haben, dann zeige ich dafür. Schätze? Hm. Hast du sowas schon gefunden, Ami? Wenn ja, dann würdest du es einfach verkaufen. Ich meine, was willst du mit einem Zeug wie Schüsseln und Teller? Es ist hart, das schwer erarbeitete Zeug zu verkaufen. Aber keine Sorge, alle Schätze, die du gesammelt hast, werden im Fächermenü erfasst. Was murmelst du da? Willst du mit mir handeln? Einkaufen, ja. Also ja, ich kann Schätze verkaufen. Die Libellenperlen, aber jetzt erstmal nicht. Ich will kaufen. Auf jeden Fall mal 5 von denen. 2 von denen. 2 von denen. Ja. 2 von denen. Sake, heiliger Knochen. Von denen auch mal 2. Na komm, noch. Machen wir 4. Dann haben wir wenigstens genug, falls das Spiel schwieriger werden sollte. So, wir haben auf jeden Fall jetzt einen Händler hier. Wo ist schon wieder zu meinem Kaufen geschickt, Hündchen? Einkaufen? Nein, im Augenblick nicht. Okay. Ja, ich würde sagen, den da bekämpfen wir noch. So. Die sind alle hinüber. Und wir haben mehr Yen. Gut. Was steht hier eigentlich? Zum Agatha-Wald. Ja, gut. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier machen kann. Zum Blühen kann ich hier nichts bringen. Nö. Gut, wir haben auf dieser Seite noch mehr als genug zum Angucken und auf der anderen Seite. Und dann können wir uns dann erstmal das verfluchte Tor vornehmen. Vielleicht hilft das hier. Und da drüben ist auch noch eins. Mindestens eins. Da müssen wir aber da oben lang. Und ja, da oben lang. Na, da zählt das verfluchte Tor hier noch gar nicht. Nö. Oder? Nee. Okay. Speichern wir mal wieder. Ja, Hanertal, da haben wir unsere dritte Fähigkeit gekriegt. Gut. Also gibt es jetzt erstmal hier wieder einen Cut. Bis dann.